Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Ethereum-Splittern und da wollen wir nicht lang schnacken, sondern weitermachen. Experte für uns. Ja, komm ein Stückchen nach da. Für uns gar kein Problem. Das ist der Knacken verbessert. Oh ja, sehr schön. Das muss wieder ein Pfeil gewesen dort. Aber keiner. Und jetzt. Oh, da ist. Gleich ich jetzt schon wieder. Was habe ich denn jetzt schon gehört? Hä? Achso. Ich werde wahrscheinlich zu. Ja. Ich habe zu viel Gepäck bei mir. Okay, sonstiges. Davon finden wir so viel. Fallen lassen. Boah. So, das Ding ist fertig. Zack. Dadurch jetzt passiert, dieses Bein hier entfernt habe. Dadurch sind Seelensteine, Leute. Ich will jetzt nochmal zurücklaufen, wenn ihr die fast übersehen. Ah, egal, den tun wir, aber hier ist irgendwo noch was versteckt. Das hier. Da hinten. Ja. Jetzt blockiert nichts mehr. Doch. Blockiert auch noch etwas. Da drin. Ja, gut, bitte. Natürlich. Jetzt ist gelöst, jetzt sollte ich runtergehen können. Alter, bitte, ich bin zu Ende. Jetzt kann ich verfolgen. Das habe ich gar nicht gesehen in der letzten Folge. Gut, dass wir hier nochmal dran geguckt haben. Sehr schön. Jo. Jetzt sind wir schon wieder fast voll. Was haben wir so gesagt? Hier so hinten dran echt nichts. Okay. Thank you.
Jawohl. Ring der geringen Gesundheit. Objekte. Ist denn dieser Ring der geringen Gesundheit besser als der jetzige, den ich habe? Weil jetzt habe ich einen Ring des niederen, knapp leichte Rüstung. Ich glaube, da finde ich den Ring der geringen Gesundheit besser. Okay. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Ich weiß, dass ich hier diese Stäbe um Mast bekomme. Vor allem der hier ist nichts wert, wiegt aber viel zu viel. Zack. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Nein, Spitzhacke, bleib da. Ich verklicke mich die ganze Zeit. Es tut mir leid, Freunde. Den hier entfernen. Wo liegt der jetzt? Kein Schwein. So. Schleif ich doch mal ganz, ganz leise durch. Tatsache würde das aussehen. Oh, kannst du ja auch, ja. Der andere wird auch gleich hinter sich haben. Oh. Zack. Auch hinter sich, sehr gut. Und perfekt. Da ist das Stück der Begierde. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Das ist ja mal ein Wunder, Mensch. Objekte. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Habe ich bei Sonstiges noch irgendwas, was unglaublich viel wiegt? Die Barren wiegen halt gut was, aber das ist jetzt nicht das, was ich wegschmeißen möchte eigentlich. Okay, gucken wir hier nochmal durch. Irgendwas, was kaum Wert hat. Hier, komm. Findet man auch irgendwas eigentlich? Heiliger Stahlkriegshammer. Meine Güte, die sind so. Die wiegen halt so viel. Komm. Kann halt. Auch wenn ich den Effekt gerne hätte. Werfe ich auch noch was anderes weg. Ja, hier findet man aber auch so viele schöne Sachen mit dem Fahren und Kram. Okay, gehen wir wieder nach oben, Freunde. Deswegen gehen wir mal nach hier hin. Ja. So treffen wir uns wieder. Ja, grüß dich. Was für ein... Aha. Eine Reise. Count. Meins. Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Nun, das ist der zweite. Die Hälfte ist geschafft. Ich halte weiter Ausschau. Bis gleich. Oh. Okay. Bis gleich, Katria. Und wir werden was anderes machen. Wir nehmen die hier mit. Aber wir werden ein paar Zaubertränke rausschmeißen, denn wie viel habe ich jetzt zu viel? Das kriege ich hin. Wasseratmen, hier einer reicht. Ausdauer, drei weg. Ausdauer, zwei weg. Was haben wir hier noch? Oh, kleine. Und zwei weg. Zack. Ah, bleibt jemand da liegen. Okay. Auf geht's nach oben. Wir haben den zweiten Splitter gefunden. Sehr, sehr schön. Und jetzt. Die Folge ist ja nicht. Verbrochen. Hier raus.
ist ja noch nicht so lang, ne? Aber wir müssen ganz dringend unser Inventar ausleeren und das werde ich jetzt mal in dieser Folge machen. Es tut mir sehr leid, das ist nicht ganz so spannend, aber es muss ja sein, Leute. Es muss ja sein. Weil wir sowieso schon überladen sind. Oder so gut wie überladen sind. Fangen wir mal an mit den Trankmischer-Zutaten. Da brauchen wir die Zutaten. Okay. Boah, wie viel Bergblumen ich dabei habe. Schau, aus einer 57. Es ist sehr viel zusammengekommen. Ich war lange nichts mehr ablegen. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel gesammelt. Wusste ich gar nicht, dass es dann doch so viel geworden ist. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Vor allen Dingen hier unten Zwergenöl, 20 Stück. Hier, wie gesagt, mache ich meine Tranksachen rein. Das war hier oben nochmal drin. Ah ja, genau. Tränke, Gifte und Rollen. Zaubertränke. Da kann im Prinzip auf jeden Fall eins rein. Normales Gift. Ja, komm, behalte ich mal. Von jedem mal einen behalten. Ups, ja, den habe ich halt jetzt reingemacht. Ist jetzt nicht so tragisch. Davon machen wir mal 10 Stück da rein. Davon machen wir mal 14 Stück da rein. Gelaufen. Ja, manchmal springt das nach oben. Das finde ich ein bisschen nervig, aber was soll's. Es ist halt so. Gut. Hier haben wir noch unser Bücherregal. Da werde ich jetzt... Du kannst noch 5 Bücher hier drin abstellen. Bücher. Grundlagen der Schlossmechanik. Ablegen. Hagas Tagebuch ablegen. Katrias Tagebuch behalten wir nochmal. Okay. Was anderes möchte ich nicht ablegen. Gut. Da fällt alles um, ja, was auch sonst. Oh, die Frau erschreckt mich immer zu Tode. Hier machen wir ja später nur Essen rein. War hier irgendwas von mir drin? Hier ist auf jeden Fall Gold drin. Das will ich nehmen. Okay. Waffen und Schilde und sowas kommen hier rein. Der Dämmerbrecher beispielsweise. Oh, Eisenpfeile haben wir 290 Stück mittlerweile. Die Spitzhacke, wie gesagt, behalten wir. Stahlkriegsaxt des Seelenschlangen. Die wir fast dagelassen hätten, aber dann doch mitgenommen haben. Haben wir ein Schild? Das hier kommt ja alles da rein. Genau, Schild. Habe ich da noch 2 gehabt? Das kommt da rein. Das kommt da rein. Boah, guck mal, wie wenig Gewicht, in Anführungsstrichen, wir jetzt nur noch hier drin haben. Ja, hier ist tatsächlich nur sowas drin. Okay. Sind hier denn, Erze und sowas drin? Scheinbar nicht, aber wir können hier auf jeden Fall schon mal solche Sachen ablegen. Unsere kostbaren Sachen legen wir nämlich hier rein. Namiras Ring nehmen wir jetzt nicht mehr mit. Das ist doch ein bisschen nervig mit dem ständigen Fragen. Leichenzehren und sowas. Den lassen wir da. Sollte wohl nicht so schlimm sein. Sehr schön. Genauso wie wir die Edelsteine hier lassen. 6 Amethysten. Was haben wir denn hier noch? So,
makellose Amethysten, makellose Granatsteine. Alles das Sachen hier für unseren Nachttresor sozusagen, in Anführungsstrichen. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, ja, ich bin Tane, ich weiß. Hier kommt nur Seelensteine rein. Alles klar. Dann machen wir hier auch nur Seelensteine rein. Ja, und schon wirklich nur noch 111 und ich bin noch nicht fertig. Da wird sich noch einiges ändern hier. Okay, hier noch ein paar Seelensteine und noch ein paar. 105 ist es noch und ich habe noch sehr viele Barren dabei. Habe ich die zufälligerweise hier reingepackt? Ja, hier sind Barren und Sonstiges im Prinzip. Hier ist also auch beispielsweise lass mich gucken, hier die Lederstreifen sind hier auch drin, die werde ich auch hier reinpacken. Ich weiß gar nicht, was man alles damit machen kann. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie so drauf konzentriert. Hier ist die Video noch 69, sehr schön. Und können dann auch im Prinzip direkt weitermachen. Wir werden mit den Splittern gerade mal aufhören. Wir werden jetzt keine Splitter-Quest machen. Weil ich dann nochmal nachgucken muss, wo sich die jetzt aufhalten. Beziehungsweise wo die sich verstecken. Deswegen gehen wir nochmal bei Verschiedenes gucken. Und nehmen einfach töte den Banditenanführer in Redoran in Zuflucht. Das machen wir dann. Wo ist das denn? Ah, hier ganz in der Nähe. Gehen wir mal zum westlichen Wachturm und laufen darüber. Sollten wir es geschafft haben und ich hoffe, dass ich bald einmal in Schießkunst weiter nach oben komme. Gucke mal nach, dass ich schon endlich weiter nach oben gekommen bin und ich 60 habe und das alles verbessern kann. Und ich das gar nicht. Ja, ich habe das nämlich gar nicht gesehen, Leute. So. Bögen machen mehr Schaden. Was kann ich hier? Du kannst mit schussbereiten Bogen schneller laufen. Das ist gar nicht mal verkehrt. Das nehmen wir. Jetzt könnte ich im Prinzip noch hier das hier verbessern. Oder das hier verbessern. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das andere, wir verbessern erstmal das hier. Sehr gut. Mehr Schaden machen wir jetzt. Wir können mit gespannten Bogen schnell laufen. Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet, aber es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Was braucht ihr? Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Aha. Rotwardone, wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Okay. Alles klar. Das Bruder, ist so vielleicht. Ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück. Oh, Lavendel. Kaputtes Haus. Allzu weit weg sollte das ja hier nicht sein. Hier werden einige Banditen sein in dieser alten Festung. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen zu Redorans Zuflucht. Den Banditenanführer dort erledigen. So wie es die Quest sagt. Sie dann möglicherweise auch noch abgeben. Wer bist denn du? Stehst du so alleine rum? Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr... Das beste Skooma, der süßeste Mondzucker. Natürlich. Einschüchtern. Tja, das wird nicht passieren. Ja, dann halt nicht. Tschüss. Habe ich jetzt im Grunde keine Zeit und auch keine Lust dazu. Skooma, soweit ich das richtig noch weiß, so wie Mondzucker, glaube ich, eine verbotene Substanz, also sowas wie eine Droge. Und deswegen interessiert mich das gerade mal nicht so sehr. So, Redorans Zuflucht. Irgendwo hier ist ein Gegner in der Nähe gerade gewesen. Schon wieder weg. Okay. Wollen wir mal rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Also Banditen sollte ja klar sein. Aber wie viele?
selber durch ihre eigenen Fallen durch. Habt ihr das gerade gehört im Hintergrund? Durch diese Knochenfalle ist da einer durchgelatscht. Aber in diesem Fall ging es leider echt nicht anders. So, Pfeile dabei hatte die. Also auch eine Truhe. Nuvize nur. Na komm, geh auf. Danke. Und hier liegen auch noch Pfeile rum. Gold. Für mich. Okay, hier geht's wohl weiter, nehme ich jetzt mal an. Ach, hier ist wohl auch schon irgendwo direkt der Banditenanführer. Da sitzt er nämlich schon. Hat der hier Kumpan? Ja, der da. Ah, du bist fast tot. Jetzt bist du tot. Aha. Sehr gut. Ich soll mir von Proventus Avenici oder Avenici das Kopfgeld geben lassen. Und ich glaube, das machen wir doch direkt. Aber, ha, ich glaube, so willst du ja nicht. Okay, nehmen wir das alles erstmal mit. Schatzkarte. Schatzkarte IV. Also Schatzkarte Nummer 4. Und der Soldat, den habe ich aber schon gelesen. Ja, genau. Was ist denn hier hinten noch Schönes? Ein bisschen Heilungstränke. Zumindest einer war da. Okay. Pilze nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir jetzt erstmal auf die Schatzkarte. Das dürfte Weißlauf sein. Oh, das könnte ich mir aber mal vorstellen, dass man da irgendwas finden könnte. Gar nicht mal so schwer. Haben wir noch ein bisschen Zeit, dann gucken wir doch mal nach. Ob wir dieses Schätzchen noch finden. Und dann noch bei Proventus unser Kopfgeld kassieren. Okay. Karte. Wir müssen. Oh, nein. Das müsste dann der Pelagierhof gewesen sein. Wenn ich vor dem Pelagierhof stehe, geht es da hoch. Genau. Hinten. Auf dem Bild war ja, glaube ich, die Mühle abgebildet. Und hier hinten geht es hoch. Hier ein Schatz versteckt. Irgendwo. Bisher noch nicht. Hochdrache. Wo ist der? Da. Gucken. Brauche ich jetzt nicht so unbedingt sehen. Habe ich jetzt keine große Lust zu. Hier oben irgendwo? Nee. Wo ist der? Ich finde ihn nicht mehr. Da ist er. Lass mal kurz da drauf gucken. Die Schatzkarte. Also. Das Wittrad ist auf der, muss auf der rechten Seite sein. Okay. Ah, da hinten drauf wahrscheinlich.
auf jeden Fall schon mal. Rundum-Erz, wie auch immer man das nennt. Aber hier scheine ich schon wieder falsch zu sein. Das nehmen wir doch mal gerade mit. So sieht es aus. Wenn man Erz hat. Manchmal findet man dann auch Mine oder sowas da drin. Aber in diesem Fall gehen wir, glaube ich, dahingehend leer aus. Ist aber gar nicht so schlimm. So. Aber laut dem Bild war doch der Schatz irgendwo hier versteckt. Oder irre ich mich da? Weiß es jetzt hier am Fuß. Auch nicht versteckt. Aber das war doch richtig. Bücher, Schatzkarte. Man geht da hoch. Und der Lagerhof noch ein bisschen weiter weg, oder was? Wirklich weiter in der Ferne. Da oben. Ich weiß es doch nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Weil da oben kommen wir ja gar nicht so einfach. Ich dürfte ja, wollte ich gerade sagen, ihr dürft jetzt gleich auch nicht mehr weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier oben sind. Das eigentlich in den meisten Fällen möglich ist. Vergessen. Tja, was machen wir da? Gucken wir noch einfach wann anders nochmal. Ich werde jetzt erstmal mir von Proventus mein Kopfgeld oder das Kopfgeld geben lassen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich möchte mich jetzt schon mal verabschieden, während wir noch zum Proventus laufen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Und genießt euren Besuch in Drachenfest. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wartet, ich kenne euch doch. Damit ihr rein wirklich gar nichts mehr verpasst, damit ihr auch andere Projekte auf diesem Kanal sehen könnt. Und in dem Sinne würde ich einfach mal so sagen, ciao.